Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir sieht den Benny und an meiner Seite wie immer die Nicke. Heute geht es weiter mit der Shoppingtour, die ich getätigt habe. Diesmal haben wir beide Plattformen, also einmal eBay und eBay Kleinanzeigen, denn es geht um etwas Spezielles, was relativ schwer hier zu bekommen ist. Ehrlich gesagt habe ich es noch nie gesehen. Es geht, wie im Titel schon genannt, um japanische Lösungsbücher. Ich muss dazu sagen, sag mal was dazu. Ich kann kein Japanisch, aber ich wollte es lernen. Und zwar wollte ich es lernen, um dieses Buch zu lesen. Erst dann wollte ich mir dieses Buch zulegen. Als Belohnung jetzt ist die Moment. Als Belohnung, genau. So sieht's aus. Es hat 2500 japanische Yen, hat es im japanischen, ja, Shop. Leben gekostet. das ist das Final Fantasy VII Remake Ultimania. Das ist praktisch ein Lösungsbuch auf Japanisch mit, ja, hier sind natürlich Lösungswege, kennt man ja. Aber was extrem interessant ist, das habe ich so in Lösungsbüchern noch nicht gesehen. Ich mache mal das hier ab. Das hier vorne ist nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Obi. Das ist um die japanischen Bücher immer drumherum. Ich habe ein bisschen Angst, das kaputt zu machen, deswegen mache ich es direkt ab. Obi. So, das hier, das ist ein Obi. Kennt man auch von den Kimonos und sowas. Obi, ja, weiß man. So, was nämlich so interessant war, man hat hier vorne natürlich auch Character World. Und das extrem Interessante finde ich, dass es hier englische Wörter gibt drin. Obwohl es ein japanisches Buch ist, zum Beispiel Character World. Und dann habe ich hier noch irgendwas anderes drin gelesen gehabt. Das war auch sehr interessant. Aber natürlich hat man hier auch ganz normale ja, Midgar und sowas. Das steht eben halt in lateinischen, also in unserem Buchstaben da. Also ich gehe mal davon aus, man kann es benutzen, um verschiedenste Dinge zu finden. Man weiß halt nicht, was man da findet, wenn man die Schriftzeichen nicht versteht. Aber das ist eigentlich interessant, das wollte ich euch zeigen. Natürlich gibt es hier auch sowas wie Charaktermodelle, das ist nicht mal was, finde ich immer sehr schön. Aber das Wichtige, ich suche. Man sieht nämlich hier, wie die Charaktere angreifen. Das wird nämlich auch gezeigt, wie das dann aussieht. In verschiedensten... ist so dick, das Buch. Ich finde es nicht mehr. Aber man sieht das auf jeden Fall. Ist ja nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall genau. Sehr dick. Da steht ganz viel drin. Schade, dass es halt nur auf Japanisch ist. Aber in anderen Sprachen gibt es die gar nicht, oder? Diese Ultimanias. Ich habe mir deswegen jetzt mal das hier rausgeholt. Du kannst ja mal das hier in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, wer mir auf meiner Seite folgt, der weiß, dass ich dieses Buch da verlost habe. Das Final Fantasy VII Remake Material Ultimania. Ich habe die mal miteinander verglichen, die beiden Bücher, weil ich echt gedacht habe, das wäre einfach nur die deutsche Version. Das ist es aber nicht. Weil ihr habt in dem Buch den kompletten Lösungsweg, aber keine Artworks drin. Sowas wie Artworks habt ihr dann wirklich hier drin. Da geht es dann um die Welt, um Charaktere und sowas. Und das habt ihr da aus den gerenderten Figuren habt ihr halt in dem Buch mit drin und den Lösungsweg. Und das hier ist echt nur ein Artbook wirklich. Und das halt auch auf Englisch. Gibt es auch nicht auf Deutsch. Ach, der ist voll süß. Für die Kuh. Der Esper. Die ist voll die süße Esper. Ja. Ja, da steht alles drin, aber man versteht es nicht. Genau. So. Damals, als ich es kaufen wollte, war es in neu für 60 Euro oder 60 Dollar. Nee, 60 Euro waren es tatsächlich, genau. Und dann hättest du halt noch die Einfuhr alles bezahlen müssen. 30 Euro waren es, glaube ich, Versand. Und ich habe durch Zufall bei eBay Kleinanzeigen tatsächlich, hat jemand das hier angeboten, eine sehr nette Dame. Und da habe ich natürlich zugegriffen. Das Buch hat jetzt 50 Euro gekostet. Allerdings war das im Paket noch mit zwei anderen Büchern dabei. Und die zeigen wir euch auch jetzt. Also das hat insgesamt 740 Seiten hat dieses Buch. War das mit den zwei? Genau, mit den beiden. Gut, es gibt nämlich noch mehr japanische Superbücher. Einmal Final Fantasy VII und einmal Final Fantasy VII Crisis Core. Genau, hier ist der Obi nämlich noch dran und da hat er extra geschrieben gehabt, das ist der ist nicht da mehr da dran. Für diese beiden Bücher habe ich jeweils 40 Euro bezahlt, da sind dann auch noch so Kärtchen hier drin. Und ich habe mir das kurzzeitig überlegt, was ich jetzt holen will, ob ich sie direkt aus Japan hole oder hier.
Ich glaube, die beiden waren sogar etwas teurer bei ihr. Allerdings hätte ich hier halt auch, hätte ich glaube ich $35 bezahlt und dann wieder $35 Versand und das immer bei verschiedenen Händlern. Deswegen habe ich einfach alles bei ihr gekauft. Und hier hat man dann eben halt auch die Lösungswege mit drin. Ach, und ich sehe gerade, das ist vom alten Final Fantasy. Ja, ja, das steht auch auf Final Fantasy. Ja, ich weiß, aber ich habe gedacht, das wäre voll süß. Das ist doch auch von Crysis. Ja, ja, genau, aber hier sieht man dann auch die alten Dinger drin. Voll süß. Und natürlich auch die Espers und sowas. Und hier ist die Eris. Hinten ist ein Gegnerverzeichnis. Ach, die habe ich mir nie angeguckt. Auch nicht bei den so Deutschen. Ja. Die Leben kann man erkennen. HP. Und auch wahrscheinlich die Schwächen, oder? Nicht so richtig. Ach nee, doch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass diese Verzeichnisse wie beim Deutschen sind. So HP und MP und so erkennt man ja, das wird wahrscheinlich wie beim Deutschen sein. Ja, also diese Bücher hier sind allgemein, glaube ich, mit viel mehr Text. Das Ultimania hat recht viele Bilder noch gehabt, also hier sieht echt viel Text drin. Aber ich wollte sie einfach haben, weil die voll schön aussehen. Außerdem habe ich Crysis Core auch gespielt, seht. Seht euch an. Ich gucke mir sowas einfach gerne an, ich mag so Bilderbücher. Wie oft hast du schon angeguckt? Das ist jetzt das dritte Mal, tatsächlich. Okay. Dann geht's. Die ganzen Bücher riechen nach ihr, wo ich sie gekauft habe. Und das Coole war, ich habe für dieses Set mit Versand 135 Euro bezahlt, 99. Aber das extrem Coolste war, sie hat einfach kostenlos das hier dazu getan. Das ist ein Chocobo Playing Cards sind das. Ach so. Das hat sie einfach kostenlos dazugelegt. Chocobo Cards. Ja, mit dem Joker und sowas. Ach so, da kann man nur Maus cool spielen. Ja. Das ist sogar ein Rommelkartenspiel mit 1 und 2. Ja, fand ich voll süß. Na, 1. Fängt sogar nicht bei 2 an. Guck mal hier, Joker und sowas. Voll süß, gell. Ja, hat sie einfach kostenlos dazugelegt. Fand ich sehr nett. Jetzt, das muss ich dann nachher noch zusammenfummeln. Ich krieg das gerade nicht ja hin. So, willst du das vorstellen? Ich kann es mal reinhalten. Dann gibt es noch von Dirge of Cerberus. Ja, Final Fantasy 7 Prelude, das ist, es gibt noch ohne Prelude, ich glaube, das ist das mit dem extra Chapter, was es da gibt, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch rausgekommen ist. Ich kaufe mir grundsätzlich nur die Lösungsbücher oder Bücher von den Spielen, die ich habe. Das habe ich natürlich auch. Hier sieht man auch die ganzen Lösungen. Auf Japanisch aber, ja, damit auf Japanisch. Es nicht so einfach ist. Ja, muss ja ein bisschen Arbeit auch dahinter stecken. Ja, das ist sehr langweilig. Ja. Deutsch kann ja jeder. Ja, also es ist ein bisschen dünner. Ich glaube, das Spiel ist auch allgemein kürzer gewesen. War ja so ein Ego-Shooter in Third Person. Und ja, fand ich aber auch sehr cool. Und hier haben wir natürlich auch den kompletten Ubi. Ist aber kein Ego-Shooter dann, wenn es ein Third Person ist. Ist ein Third Person-Shooter. Ja, ein Third Person-Shooter. Aber guckt, hier ist sogar noch das Dings drin. Poster. Poster. Aber ich weiß auch nie, wie man die rauskriegt. Nee, man macht die auch nicht raus. Früher sind wir aufgehängt. Mein Final Fantasy 8 Poster, was dabei war bei dieser Packung, hatte ich auch im Zimmer hängen damals. Achso. Also, dieses Buch hat 952 Yen gekostet und ich habe mit Versand 31 Euro dafür bezahlt. Und die sind von Jump Books. Die anderen auch, glaube ich. Jump? Ach gefallen. Ja, genau, hier unten Jump. Hier stand auch ja Jump, oder? Wo habe ich denn nur bei dir? Kann sein, dass ich nur bei denen gelesen habe. Das hast du nur hier gelesen, glaube ich. Ja. Jump macht auch a One Piece. Aber das Jump Comics da. Mhm. Hier steht ja Jump Books, aber ich nehme an, das ist ein großer Verlag wie Bertelsmann. Macht Bertelsmann auch Bücher oder verkaufen die nur? Das weiß ich nicht genau. Aber hier steht Valley. Sowas. Wie Jump, also Jump Books. Wie, was heißt wie? Vielleicht Virtual. Vielleicht auch Spielen, V, also wie. Virtu. Ja, und dann, eigentlich habe ich nämlich nur, es hat alles angefangen mit diesem Spiel, was mir der Benny geschenkt hat, und mit diesem Spiel ist es weitergegangen. Ich habe bei eBay und eBay Kleinanzeigen nach Lösungsbüchern danach gesucht. Ich habe, ich bin hängen geblieben auf den japanischen Service. Es gibt viel zu viel cooles japanisches Zeug. Aber man kann es halt nicht lesen. Aber du hast die schon durchgespielt, ohne das Lösungsbuch. Wie hast du das geschafft? Es ist ein Wunder. Also guckt euch an hier oben. Genau, da findet ihr erstmal Kudelka und Shadow Hearts ist derzeit noch laufend, weil in diesen alten Spielen ist es ja immer so, es gibt Nebenquests, aber du musst es halt finden, weil die total versteckt sind. Ja, oder du musst hinlaufen. Oder du hast ein japanisches Lösungsbuch. Dann. Ja, die beiden habe ich tatsächlich, also die liegen seit einem Monat bei mir rum. Ich habe die noch nicht ausgepackt. Die packen wir jetzt zusammen aus. Das ist einmal Kudelka, ein, wie hieß es? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ach, Visual Guide, also ein Lösungsbuch. Und hier haben wir Shadow Hearts. Vielleicht deshalb V-Book, Visual. Ach, das kann sein.
Also das hier, das Kudelka, ist teurer gewesen. 1200 Yen zumindest als die... Wie viel sind das in D-Mark? Weiß ich nicht. Ich muss ausrechnen. Was hast du denn? Achso, du sagst, was du bezahlt hast? Ich habe für Kudelka habe ich 55 Dollar und 16. Was haben die 16 Pfund? Nee, was haben die? Cent? Dollar. Haben die auch Cent? Ja. Also hier habe ich 55 Dollar für bezahlt. Das waren, glaube ich, um die 40 Euro. 30 und 11. Ja, das kann hinhauen. Irgendwie ein paar 30 Euro und 11 Euro Versand oder so. Hm. Bei den beiden Büchern wusste ich aber auch nicht, ob sie ankommen, weil da stand nie, dass es verschifft wurde. Also es kam einfach nur irgendwann mit FedEx. Mark. Genau, das war FedEx, wo die ja? morgens um 9 schon geklingelt haben oder so. Ach so, stimmt. Ja, die kamen echt früh. FedEx. Wo King of Queens arbeitet. Nee, bei dem heißt es anders. Kudelka ist, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Das kann ich euch recommenden, wie das heißt. Recommenden? Empfehlen? Ja, empfehlen, ja. Vor allem, wenn ihr auch Shadow Hearts spielen wollt. Hm. So, sehr süß. Sehr, sehr klein und sehr süß. Jetzt gucken wir mal, was hier drin gibt. Wir haben hier erstmal das Kloster Nemeton. Das kennt man ja, gell, von Kudelka. Och, das ist ja süß. Die haben alle ihre eigenen... Guck mal, die haben alle ihre eigenen Dinge. Jetzt musst du doch Japanisch lernen, damit du es mir vorlesen kannst. Ja, und hier ist der James of Flaherty. Oh, das ist echt cool. Also, das ist allgemein alles gebraucht, aber das kommt mir sehr neu vor. Gerade weil das so... Ja gut, vielleicht war es auch jemand, der kein Japanisch kann. Ja gut, ich hab's auch... Die sind aus Japan tatsächlich. Ach so. Die sind importiert, die beiden, ja. Okay. Bei so einem, so einem... Da gibt es ja auch so einen Haufen Seller. Oh, oh, guck mal, die Bessie Hartman und der Otgen. Das ist das Hausmeisterpärchen, was hier drin. Also das ist echt cool gemacht hier. Otgen. Systemguide. Ja, das ist jetzt, ja gut, aber hier, also da kann man sich echt gut dran vorbei dingsen. Also ja. Wenn man da ist, ja, die erzählen ja sowieso alles. Hm. Also ich glaube, da kann man sich gut dran langhangeln. Hier oben hat man ja auch immer noch eine kleine Karte, wo man gerade im Kloster ist und so. Oh, guck mal hier, Staff-Interview, das kann ich nicht lesen, weil es ja wach. Das ist egal, wie das... Gibt es eine Software, die ich einfach einscanne und dann übersetzt mir das? Bestimmt. Oh, das ist ja geil, guck mal. Es gibt so einen Stift, mit dem er drüber fahren kann, der dann redet. Oh, krass, ey. Die haben, funktioniert. Die haben hier voll das Interview, das will ich... Ich muss doch Japanisch sein. Q&A auch noch. Jetzt hört es aber auf. Charakter-Illustrations, genau deswegen, das wollte ich haben. Oh, das, so soll die Kudelka aussehen, ist aber interessant. Die sind erst noch all da. Hm. Ach, wie schön. Guckt mal da. Hier ist der Edward. Eddie. Und hier ist mit dem James. Oh, wie sie die Szene aufgebaut haben. Und hier unten. Was ist das denn, was dabei? Ja, und hier unten. Gut, du bist ja wenigstens begeistert. Ja, genau. Das bringt mir Freude. Wenn ich meine Klamotten angucke, wisst ihr, es bringt mir keine Freude. Das sind halt einfach nur Klamotten. So, und jetzt haben wir noch das hier von Shadow Hearts. Das hat anscheinend ein extra Ubi. Das ist so gut eingepackt, ich weiß gar nicht, wie ich es aufpacken soll. Kommt die Kudelka später nochmal vor bei Shadow Hearts? Das ist der Spoiler. Wenn ich, also ich sag euch, wenn ihr Shadow Hearts spielen wollt, wie gesagt, kauft euch vorher Kudelka. Ich hatte so viele Momente. Okay. Aber erst im späteren Spielverlauf. So, hier haben wir noch einen schönen Ubi vorne dran. Mache ich direkt mal ab. Für dieses Büchlein habe ich bezahlt 42 Dollar und 68 Cent. War ein bisschen billiger. Hier haben wir Shadow Hearts Official Guidebook. Kann ich natürlich auch nicht lesen. Hätte gekostet auch 1200 Yen. So, jetzt fangen wir mal hier an. Oh, hier fangen wir direkt mit den Seelen an. Da sehe ich sie wenigstens mal. Also die beiden habe ich sogar, glaube ich. Sind das die Seelen? Ja, das sind die Seelen. Den Spiel kriegt man am Anfang. Ich hoffe, wie heißt. Das ist der Friedhof. Das ist der Juri. Kennst du, gell? Kennst du. Voll geil. Wow, und das hier ist der Dings. Das ist der, den man als erstes kriegt. Aber hier sind... Das ist ein bisschen schade, dass die Namen nicht auch in unserer Sprache drinstehen. Das ist die Alice. Das ist die Alice. Das ist die Alice. Seine Freundin? Muss er, ja, wahrscheinlich.
Und das hier, hier haben wir den Zuzen, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Zuzen oder Zuzen, mit Z wird er geschrieben. Hä? Der heißt hier, was? Der heißt Ryu Xiuxin. Ryu Xiuxin. Ja, und in Deutsch heißt er Zuzen, also mit Z. Ryu. Und wie heißt denn der Juri? Heißt der hier auch anders? Oder? Was? Urmnaf. Urmnaf. Bortjuga. Urmnaf Bortjuga. Den haben sie einfach Juri genannt? Der heißt Juri Juga. Dann haben sie sich aber einfach gemacht. Urmnaf. Ja. Die Alice, Bort. Die Alice heißt aber tatsächlich Alice Elliot. Genau. Plus ja. Nee, Aris. Die heißt Aris. Nicht Alice, die heißt Aris im Japanischen. Die machen echt M aus dem R und L hier im Englischen und im Deutschen, wenn die was aus dem Japanischen. Stimmt. Heißt die Elliot dann? Nee, die heißt Elliot. Im ja. Deutschen heißt die Elliot mit Doppel-T und E. Nee, ohne E. Aber das ist eigentlich die Alice. Also die bei Final Fantasy eigentlich Alice hieß und die ja. Aris genannt haben. Hier haben wir auch Ryu Yushin, da heißt Zuzen. Stimmt, der hat nur einen Namen. Und hier, oh, Keith. Keith Valentine heißt echt Valentine. Und der heißt auch Keith. Ja, der heißt Keith. Aber das Interessante ist, dass im Deutschen Spiel steht manchmal Valentino. Ja. Ja, im Heftchen steht Valentine, aber im Spiel steht Valentino. Da okay. konnten sie sich nicht entscheiden. Hier haben wir den Halley. Halley Plunkett. Halley Plunkett. Das ist, da muss ich gleich nochmal gucken. Guck mal bitte bei Kudelka hier rein, was da für ein Name steht da. Vielleicht heißt sie gar nicht Kudelka. Hier haben wir, der Roger Bacon heißt Roger Bacon. Oh ja. Doch, das? Kudelka Yassand. Okay, die heißt Yassand. Yassand. Und das ist ja hier dein Französin. Halley Plunkett. Und ach, der Edward Plunkett, der ist mit dem Halley Plunkett verwandt. Jetzt habe ich mich gespoilert, das ist sein Vater. Da. Oh mein Gott, Spoiler-Talk. Plunkett. Ja, hier haben wir den Roger. Kommt der auch vor? Den habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, bisher. Hier haben wir Roger Bacon. Der heißt aber auch so Roger Bacon. Der heißt ja auch Roger Bacon. Aber das Interessante ist das hier. Sieht komisch aus, der Roger Bacon. Das hier ist nämlich dem Juri sein Vati und dem Juri sein Vati heißt im Deutschen Ben. Ben Hyuga und hier heißt er Jinpachiro Hyuga. Und ich habe mich im Spiel die ganze Zeit gefragt, wo ich gespielt habe, wieso heißt der Ben, wenn er doch Japaner ist? Wieso heißt der Ben? Wie heißt der nochmal? Jinpachiro? Jinpachiro. Jinpachiro. Da haben die gedacht, Jinpachiro, ganz schön lang, der heißt einfach Ben. Und hier haben wir Tokukai. Tokukai, der heißt im Deutschen Dehuai. Ja. Der heißt im Deutschen Dehuai. Aber der sieht aus wie ein Tokukai. So, und hier drüben haben wir Yoshiko Kawashima. Also die heißt auf jeden Fall Kawashima. Aber ich weiß nicht, ob sie Yoshiko heißt. Von der japanischen Armee. So, dann haben wir hier Halley's Mother. Ja, übersetze ich jetzt nicht. Who are you? Der ist auch dabei. Den kennt man, wenn man Kudelka gespielt hat. Who are you? Roger Bacon. Ja. Der sieht auch so aus. Ja, und hier hinten haben wir noch, das ist die Olga. Hier ist Olga. Wer sollen die anderen beiden sein? Da ach, das ist... Der macht die Kampfstellung. Ja, das ist der eine, der nervt einen voll. Der kann einen... Ja, das ist der Baron... nicht Baron Busan. Der heißt anders. Ich hab gestern... Ja gut, die lernen wir auch alle kennen. Voll geil, dass das hier drin steht. Interessant, wie die Namen dann immer übersetzen. Ja, das finde ich immer komisch. Das stört mich immer sehr bei so Anime gerade oder Mangas. Vor allem gerade bei Juri habe ich gedacht, die haben das übernommen, aber der heißt ja anders, ja. Das ist ja... Ja, das Interessante ist nämlich, dem Juri seine Mutti ist Russin. Dann kommt der Name auch hin, oder? Ja. Urmanav, das hört sich schon ein bisschen russisch an. Urmanav. Sie heißt nämlich eigentlich Anna, die Mama. Urmanav. Aber Urmanav ist, vielleicht haben die gedacht, Juri klingt russisch. Wort. Wort Yuga. Ja, das finde ich sehr cool. Hier hinten, das ist immer wie selber. Urmanav hätte man jetzt Uni nennen können oder so. Das darf mit dem Schicksal und so. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Gut, also sagst du, es hat sich gelohnt. Ja, genau. Kauft ihr denn sowas in anderen Sprachen, die ihr nicht versteht? Das muss ja nicht mal Japanisch sein. Das reicht ja auch Spanisch oder so. Oder Englisch, ja. Wenn man Englisch nicht kann oder so. Oder in Braille-Schrift. Braille? Braille. Diese Blindenschrift. Boah, oder in Ägyptisch. Ägyptisch? Gibt es ein Assassin's Creed? Haben die eine andere Schriftart?
Ach, du meinst die Hieroglyphen? Ja, ich meine die Hieroglyphen. Können die doch selber nicht mehr heutzutage, oder? Das wäre voll cool, wenn du so ein, weißt du, da hast du meinetwegen Assassin's Creed Origins und dann hast du aber ein 1000-Seiten-Buch wegen den Hieroglyphen. Wir haben die früher geredet mit Hieroglyphen. Vogelhaus, Dreieck, Leiter. Dann wusste er so, ah ja, ich komme mit. Ja, davon ist der Park. Ja, also ich bin, ich war ja vorher schon glücklich, aber jetzt habe ich mir angeguckt, jetzt bin ich immer noch sehr glücklich. Du bist wirklich sehr glücklich, also hat sich das gelohnt, Nick ist glücklich. Dann gut. Ja, genau. Das war's. Die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder im Spielchen sein, die hier angekommen sind. Und dann gibt es natürlich noch die deutschen und die englischen Lösungsbücher, weil man muss ja auf Englisch ausweichen, wenn man die deutschen nicht kriegt. Oder auf Japanisch, wenn es auch kein Englisch gibt. Englisch kann ich halt gut. Englisch ist kein Problem. Da ich habe viele Spiele in Englisch gespielt. Ja, ich finde auch, in Englisch kann man sich halt viel zusammenreimen. Aber ich denke auch... Japanisch ist halt sehr speziell. Wenn man googelt, findet man wahrscheinlich deutsches Zeug auch. Also, aber ich wollte halt... So. Ich wollte mir was importieren. Wenn ich schon nicht nach Japan kann, dann möchte ich ein bisschen Japan hier haben. Okay. Und die Obis. Wenn ich den Hals mache. Also schreibt uns gerne drunter, wie ihr das findet, ob ihr auch sowas schon immer mal haben wollt, habt. Je nachdem. Ich habe immer überlegt, weil ich so ein großer Monster Hunter-Fan bin, das mal auf Japanisch zu spielen, weil man da auch die ganzen, jedes Gegenstand hat ja ein Symbol. So, und da habe ich immer überlegt, ob ich es einfach mal auf Japanisch spiele. Aber mittlerweile ist es egal, weil damals war es so, dass das in Japan immer 1 bis 2 Jahre früher rauskam und manche Teile hier gar nicht rauskamen. Und die wollte ich dann immer in der Zeit, wo ich keins habe, wollte ich die dann spielen. Aber mittlerweile werden die ja weltweit released, die Teile, die jetzt rauskamen. Da ist nicht mehr notwendig. Aber da war ich kurz dafür, es zu machen. Kurz davor. Dann kriegt der Benni schon was zum Geburtstag. Nein, ich will kein japanisches Monster. Nee, da gibt nicht. Die kaufen mir lieber noch. Ich kann nicht, was kaufen denn oder so. Oder ich habe schon ganz viel auf meiner Liste, ey, von XX2. Das Problem ist nur, es gibt ja die Ultimania, es gibt die Ultimania zweite Version, es gibt die dritte Version. Das brauchen wir nicht. Du wirst nie, was das ist, aber das wollte ich halt unbedingt. Okay. Bei den anderen habe ich gesagt, nein, ist zu teuer. Also bleib gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss.